Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere Dame da und alles, was sie anfasst und macht, macht sie immer perfekt. Angefangen als Sängerin, Entertainerin, Moderatorin und heute als Frequenztherapeutin. Aber wie sie vom einen zum anderen kommt, sind natürlich Themen, die mich sehr, sehr brennend interessieren. Aber auch, wie man das wirklich machen kann, über 5 Oktaven zu singen. Ich glaube, es nebst Whitney Houston gibt es da nicht viele Personen, die das können. Und wer das ist, ich sage es Ihnen gleich nach dem Intro. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen die Stimme Deutschlands und auch der Schweiz, ich glaube 2010, 2016, auch in der Schweiz zeigen. Die Stimme und die Künstlerin des Jahres, nämlich die Sarah Bennett. Ganz herzlich willkommen, liebe Sarah. Danke. Die Sarah Bennett. Ganz herzlich willkommen, liebe Sarah. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Danke dir. Also, was ich über dich gelesen habe, ist schon ziemlich heftig. Du machst Konzerte ohne Ende, auf der ganzen Welt warst du schon unterwegs, gell? Genau. Thomas Gottschalk habe ich am Foto gesehen mit dir zusammen, aber alle großen Namen, José Carreras warst genau, du. Genau, die Leibniz-Gala, genau. Boah. Sag mal, was war so dein persönliches Highlight, wenn du so zurückschaust auf deine Musikkarriere? Das sind so viele. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, mein persönliches Highlight aus dieser ganzen Zeit ist eigentlich, dass begreifen, was Musik mit den Menschen macht. Und da ist es gar nicht mal so wichtig, ob das eine große Veranstaltung ist, ob es eine kleine Veranstaltung ist. Mir ist es wichtig, den Menschen zu erreichen. Und wenn im Publikum einer sitzt, den ich erreiche und der zufrieden nach Hause geht, dann ist das wirklich das Highlight. Ja? Ich dachte, dass so eine Antwort kommt. Ich habe es mir fest erwartet. Ich dachte, was ist dein persönliches Highlight, deine persönliche Reife? Ja. Menschen zu erreichen, aber auch zu sehen, wer ich überhaupt bin. Ich denke, das Showbusiness, wie du gesehen hast, da kann ich ja gar nicht mitreden. Ich habe mit Show nichts zu tun. Aber das ist ja schon sehr viel oberflächlich, oder? Das Showbusiness ist sehr oberflächlich. Genau, also das Showbusiness ist wirklich eine Branche, die ist, die trägt eigentlich immer Maske. Ja, man ist immer, es ist immer, man versteckt sich hinter einer Maske, man versteckt sich letztendlich manchmal auch ein kleines bisschen vor sich selber, habe ich das Gefühl. Ja. Es macht Spaß, aber man kann es wirklich auch nur eine begrenzte Zeit machen, denn der Mensch ist ja auch immer in der Entwicklung. Und je mehr er sich entwickelt, auch spirituell, geistig entwickelt, desto mehr nimmt er eigentlich diese Maske ab und kann sich dann irgendwann damit nicht mehr so richtig mehr identifizieren. Mhm. Ja? Und so ging es mir dann irgendwann, dass ich dachte, nein, jetzt geht das nicht mehr für dich. Jetzt musst du wirklich schauen, wer bin ich eigentlich und wer bin ich nicht, auch auf der Bühne. Ja? Genau. An der Award-Verleihung von unserem Sender im Oktober 2023 habe ich gesagt, es wäre schön, wir würden viel, viel mehr klassische Musik hören, denn die Aggressivität geht weg, das Herz geht auf, wir schwingen mit und wir kommen ins tiefe Herz hinein. So ist es. Sind das bei dir alle Songs oder welche Songsausrichtung berührst du die Menschen am nächsten oder am meisten? Ich habe eine Arie von dir gehört, eine klassische Oper. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Das ist ja nicht menschlich, was du da singst. Das ist ja unfassbar. Nein, es ist ja letztendlich, es kommt alles von oben. Das ist so das, was ich spüre. Es ist, in dem Moment fühle ich mich verbunden mit allem, was ist. Ja? Und ich möchte letztendlich das, was von oben kommt, oder auch von oben, man sagt immer von oben, aber aus dem großen Kollektiv, die guten Frequenzen, man möchte praktisch die Menschen erreichen, ja, mit diesen Frequenzen. Und es gehört gerade für die hohen Töne auch eine gewisse Gewissheit dazu, dass sie da sind. Sie sind da, ja, Angstlosigkeit. Diese Gewissheit, ich brauche keine Angst zu haben. Ja. Ich bin hier zum Beispiel jemand, ich habe überhaupt gar kein Lampenfieber. Wenn ich weiß, ich gehe auf die Bühne und gebe ein Konzert. Ja, wenn man es kann man so. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun. Mit Technik geht immer alles, ja, mit Stimmtechnik. Aber
einfach diese tiefe Gewissheit, ich bin verbunden mit der Quelle und aus der Quelle kommt alles. Und jetzt ist es für euch bereit und ich möchte das mit euch teilen. Mhm. Ja, das ist so das, was ich gerne möchte, worum es mir geht. Also hinter Sarah Bennett steckt eine tief spirituelle Person. Ja, man meint das immer nicht, genau. Ja, weil du es nicht zeigen durftest, oder? Aber jetzt bist du echt, jetzt bist du da und lebst eigentlich etwas zusammen. Du hast die Musik noch immer im Herzen und trägst sie auch raus im Konzert. Und vielleicht haben wir auch das Glück, dass sie vielleicht die Awad 2024 dann für uns singt. Da bin ich noch am Arbeiten daran. Aber dass man das Herz erreicht der Patienten, das weiß ich. Ich war früher Klangtherapeut, hatte ich mal eine Ausbildung gemacht. Wir haben auch die Leute besungen mit liebevollen Dingen, aber auch Musikinstrumente gespielt. Wir haben gesehen, wie es den Menschen gut geht. Leider schulmedizinisch immer schwierig, das reinzukriegen. Mhm. Aber es gibt ja Frequenztherapien und. Mit was arbeitest du denn noch so? Ich arbeite mit verschiedenen Elementen. Einmal mit der Menschlichkeit, ja, also dass die Menschen wirklich zu mir kommen und ich nehme mir ganz viel Zeit. Ja, viele Menschen wollen einfach reden, ja, sie wollen einfach abgeholt werden. Sie wollen einfach erzählen, was sie berührt, ja, wo ihr Drama liegt, wo ihre Themen liegen. Und da gehe ich drauf ein, ich möchte das gerne wissen, ja, denn dahinter verbirgt sich auch oft ein Symptom. Ja, also körperliche Symptome haben damit natürlich zu tun und es besteht immer eine Verbindung. Ja, und ich möchte wissen, wo kommt das her? Ja, und wo war das erste Mal, dass sie sich so gefühlt haben? Ja, also ich duze letztendlich auch die Patienten. Das ist mir jetzt sehr fremd, ja, weil wir uns auf einer ganz anderen Ebene begegnen in der Praxis. Ja, wir begegnen uns wirklich auf der menschlichen Ebene und von Herz zu Herz. Ja, und das ist ganz wichtig, dass das bei der Behandlung oberste Priorität hat. Hatten früher die Landärzte alle? Oder der Pfarrer und der Landarzt, das waren die Seelsorger. Und ich wünsche mir auch, dass immer mehr Therapeuten wieder anfangen, das Wichtigste überhaupt, die Menschlichkeit in die Therapie zu bringen. So ist es. Und du hörst ja aus dem Gespräch hier schon die Ursache, oder? Genau so ist es. Also ich sehe, mittlerweile sehe ich eigentlich schon, wie jemand, wenn jemand reinkommt, sehe ich eigentlich schon, worauf es hinausläuft. Ja, da habe ich noch kein Wort mit ihm gesprochen. Mhm. Ja. Das ist so ein Gefühl, Intuition. Ja, und dann bin ich einfach immer gespannt, ist es das jetzt? Ja? Und letztendlich ist die Erfolgsrate da immer sehr hoch. Ne? Das hat mit deinem Perfektionssinn zu tun, oder? Weil du musst es in der Musik ja auch immer Perfektion leisten, oder? Fehler wären ja nicht machbar, oder? Genau. Also in der Musik ist es ja so, du musst ein Publikum begeistern, du musst es abholen. Ja? Und ich habe ja Shows gemacht. Ja? Das heißt, ich muss 30 Minuten lang das Publikum wirklich bei Laune halten und muss mich auf das Publikum einstellen und auch dementsprechend natürlich meine Lieder wählen. Ja? Und ich habe eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis. Ja, ich schaue auf alles. Spontan änderst du das Programm, wenn du siehst? Genau. Ich ändere ganz spontan und ich bereite mich auch nie vor. Nie. Ja, also beim Patient. Der Patient kommt und ist jeder eine individuelle Person da. So ist das, ja. Singst du manchmal auch für die Patienten, wenn sie da sind, so ihre Ruhe brauchen? Weil das Stimmorgan ist eben auch unfassbar, was man mit an liebevoller Frequenz in den Körper reinkriegt. Ich selber nicht, ja. Aber ich rate vielen Patienten, einfach auch mal ihren Urton zu suchen. Ja, ihren eigenen Urton. Das macht man besonders effektiv, meiner Meinung nach, in der Badewanne. Mhm. Ja, Badewanne ist auch immer das Gefühl unseres Ursprungs, der Mutterleib. Da kommen wir her, da sind wir geborgen. Und dieses warme Wasser, und da kommen wir gut bei uns an. Und da kann man sehr, sehr gut nach dem eigenen Urton suchen. Ja? Auch gerade durch die Kacheln. Ja, viele Bäder sind ja auch gefliest. Ja? Und das geht natürlich in Resonanz. Ja? Und wenn ich meinen eigenen Urton gefunden habe, schwingt alles. Dann schwinge ich, dann schwingt die Badewanne. Und es ist erstaunlich, manche Menschen wissen überhaupt gar nicht, wie ihr Stimmapparat funktioniert. Wie ihre oder was ein Urton ist, weil das oder hast du jetzt noch nicht erklärt. Was der Urton ist. Ja, wenn ich es jetzt erklären muss, erkläre mir, was der Urton ist. Ich kann es eigentlich nicht erklären. Ja? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es einen Ton gibt, genau, es ist praktisch der Ton, der sämtliche Zellen in dir zum Schwingen bringt.
Ja, also es fängt alles an zu schwingen. Ja, das kann ein auf einem M, ein M-Ton sein, es kann ein Om sein, es kann auf einem L, man kann da verschiedene Herangehensweisen auch haben. Ja, aber es ist letztendlich der Ton, der alles in dir zum Schwingen bringt. Ja, deine Zellen, deine Gedanken, deine Seele, ja, der dich berührt. Mhm. Ja, das ist ein Freund von mir macht das eben auch. Der hat eine Uhr entwickelt, der Joshua Koberg. Okay. Und dann hat er auf diese Uhr, wo Frequenzübertragungen machen, aber mehr auf Sprachmodule, wo man Sprachen lernt, über die Uhr, ohne dass man, also es wird ins Feld eingeschwungen, auch der Urton wird eingeschwungen, dass man immer fest und stabil im Leben steht. Genau. Und dort habe ich das erste Mal gehört, finde ich ganz einen spannenden Satz. Mhm. Katzen machen das, ne? Katzen. Mit dem Schnurren. Ja, mit ihrem Schnurren. Jeder hat den eigenen Schnurren. Machen das ja instinktiv. Ne? Ja, stimmt, ja. Und heilen sich damit. Heilen ihre Knochen, heilen ihre Sehnen, ihre Bänder. Ja? Und was ich auch beobachte, ich habe ja zwei Katzen. Ja? Ich war früher nie Katzenmensch. Und heute komischerweise, es hat sich auch geändert. Ne? Und ich habe auch den Eindruck, dass die merken, Katzen merken instinktiv, dass da was nicht stimmt beim Menschen und kommen dann auch und legen sich ja auf die Brust, legen sich dazu und fangen dann an mit ihrem Heilprogramm, ihr Heilungsprogramm, ihrem Frequenzprogramm. Es ist erstaunlich, ja, und du fühlst dich ja danach auch ganz anders. Ne? So ist es. Es ist erstaunlich. Ja, 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 genau, jetzt, wo ich so höre. Ja. Wie bist du jetzt darauf gekommen, die Ausbildung noch zu machen? Einerseits vom wirklich so begabten Medium als Sprach, als Sängerin, plötzlich zu sagen, ich wechsle jetzt und mache noch was anderes, auch in meinem Perfektionssinn, nämlich diese Frequenztherapeutin, heißt jetzt, in der Schweiz heißt Heilpraktikerin, in Deutschland glaube ich auch, Österreich Energetiker und in Luxemburg, wo du zu Hause bist, ist es der Frequenztherapeut. Ich bin eine Frequenztherapeutin in der Tat. Also genau, ich beschäftige mich mit Frequenzen und ich kam dazu, ich bin ein sehr guter Manifestierer, Visualisierer. Also ich wollte eigentlich immer in die therapeutische Richtung gehen. Mhm. Ja? Ich habe auch lange Gesangsunterricht gegeben, ja? Und habe das auch als Therapie praktisch betrachtet, ja? Weil ich gemerkt habe, die Menschen kommen in eine andere Schwingung. Und es gab oft Patienten, gerade auch so im mittleren Alter, die zu mir gesagt haben, Mensch, jetzt gehe ich so lange zur psychologischen Beratung und heute fühle ich mich das erste Mal frei. Ja? Und für mich war es ganz wichtig, irgendwann in die therapeutische Richtung zu gehen, weil auch eine Sängerin letztendlich im Entertainment-Bereich ein Verfallsdatum hat. Ja? Und als dann letztendlich vor 3 Jahren die Corona-Phase begann, das war für mich eigentlich ein Wink des Himmels. Ja, denn auf einmal war das Leben ein ganz anderes. Ja, man hatte ganz andere Prioritäten auf einmal. Und ich habe wirklich die Zeit genutzt, mich weiterzubilden. Mhm. Ja, ich durfte ja nicht mehr auf die Bühne. Das war auch okay, denn ich war auch müde. Ja, ich habe manchmal wirklich innerhalb meiner Tätigkeit als Sängerin 3-4 Shows an einem Tag gehabt. Ja, war dann in Frankfurt, bin dann gefahren nach Hamburg, bin dann gefahren nach München. Also ich war eigentlich immer mit einem Fahrer unterwegs. Ne? Ich habe gelesen, bis 120 Shows pro Jahr. Dachte dann, also, ja, Gott. Ja. Und das war schon sehr, sehr extrem und ich war müde. Von daher war Corona eigentlich für mich der Befreiungsschlag. Ja, so seltsam jetzt sich das auch anhört. Es war für mich die absolute Freiheit mit allen Einschränkungen, die es gab. Die habe ich für mich selber eigentlich gar nicht so gesehen, ja, weil ich ein freiheitsliebender Mensch bin. Ich lebe auch frei. Ja. Das Universum gibt uns immer das, was wir brauchen. Ja, ja, also... Und das war für mich einfach der Startschuss. Und ich dachte, jetzt oder nie. Und dann hast du angefangen mit dieser Ausbildung. Genau. Ja. Einfach noch eine Klammer. Nebst die, auf deiner Homepage ist ein Satz drauf, den ich sonst nur bei Nena gesehen habe, vor allem diesen großen Künstlern. Man sagt, da hast du gesagt, hey, geimpft oder nicht geimpft, Mensch ist Mensch, ich bin für alle da. Genau. Und das fand ich schon, das ging mir ins Herz. Und das hätte auch viel mehr dazu beigetragen, der Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, wenn wir viel mehr so gedacht hätten. Also es ist wirklich so, ich habe ja viel auch innerhalb der Corona-Zeit mich geäußert. Ja?
Und natürlich waren wir alle auch in gewisser Weise in Wut. Ja? Und es gibt gewisse Dinge, die man absolut nicht tun darf. Und das ist in die Spaltung gehen. Ja? In die Spaltung gehen oder jemanden anklagen. Ja, ich klage niemanden an. Ja, das war mal anders, in meiner ersten Wut natürlich. Ja. Aber da darf man auch daraus lernen. Ja. Wir sind hier in einem Lernprozess. Dieses Leben ist ein Spielplatz. Ja. Wir dürfen uns austoben, wir dürfen lernen, wir dürfen uns entwickeln. Und mir ist es ganz wichtig, nicht in die Spaltung zu gehen oder zu bewerten. Das steht mir nicht zu. Ja. Wer bin ich, dass ich bewerten könnte, was ein anderer zu tun oder zu lassen hat? Ja. Und was wahr und nicht wahr ist. Gell? Ja, genau. Was wissen wir denn als Figuren auf dem Schachbrett? Das ist das, ja. Also das, dieses Ego, dieses übergroße Ego, das darf jetzt gehen. Mhm. Ja. Wir sind ja alle Ego. Ja. Wir haben alle ein gewisses Ego auch, aber das ist eben auch das, was uns so ein bisschen im Weg steht. Oder sehr im Weg steht auch, ja, teilweise. Ich muss nicht dauernd bewerten. Ich beobachte, ich analysiere und konzentriere mich auf mein Kleines. Ja. Ich kann letztendlich nur in meiner Umgebung dafür sorgen, dass sich Dinge ändern und in die Heilung gehen. Mein Kleines heilen und dann ins große Ganze praktisch mich ausweiten. Ja. Das fang bei dir selber an. Das ist ein totales Geschenk. Wenn man was Gutes macht und Erfolg hat und der Patient fühlt sich wohl und es geht ihm gut, das ist ein Wahnsinnsgeschenk für einen selber. Gell? Mhm. Genau das ist das. Deine Warteliste, 2-3 Jahre, um einen Termin bei Sarah Benne zu bekommen? Oder wie sieht denn das aus? Du, es ist im Moment wirklich ganz extrem, weil ich nur unterwegs bin. Ja, also ich bin im Moment viel weg, bin nicht in der Praxis präsent aktuell. Im Moment ist es wirklich also, heftig. Ja? Also wieder mit Shows? Shows, genau, also viele Shows im Moment, aber nicht unbedingt Show, sondern Herzmenschenkonzerte. Es sind Herzmenschenkonzerte, sie haben jetzt eine andere Qualität. Mhm. Es sind vorwiegend auch Konzerte für Menschen, die bewusst leben, ja? Die einfach eine andere Sicht auf das Leben haben. Ja? Die, es ist eine ganz andere Qualität. Ja, man kommt mit den Menschen ins Gespräch und so weiter. Aber ich bin eben viel unterwegs und die Termine sind wirklich im Moment, also die stapeln sich. Also es geht jetzt langsam nach hinten. Ja, also man braucht schon ein bisschen Ausdauer, um einen Termin zu bekommen. Aber ich mache es auch so, dass ich höchstens 2-3 Leute am Tag annehme. Neue Patienten, höchstens 2 Leute am Tag. Denn ich möchte mich komplett auf diesen Menschen einstellen. Ja? Ich möchte komplett auch für diesen Menschen da sein. Ja? Ich möchte Energie haben an diesem Tag, auch Energie geben, ja? Bereit sein, Energie aufzunehmen. Das ist ja immer ein Energieaustausch auch. Ja? Und man merkt das schon, also wenn man 2 Patienten am Tag hatte, mit denen man wirklich über ihre Lebensgeschichte gesprochen hat, ja, und über ihren Lebensweg, dann nimmt man das auch mit nach Hause. Ja, man gibt immer etwas und man lässt auch immer etwas, ja, bei den Patienten. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht ausgelaugt wirklich in die nächste Behandlung geht. Das ist unfair. Ja, total. Das ist genau. Mhm. Und ich will einfach da sein. Das ist ganz wichtig. Und präsent sein und klar sein und ne, und mit guter Energie gefüllt, ja, dass der Patient gleich das Gefühl hat, hier will ich sein, ja, hier komme ich bei mir an, hier ist es egal, wer ich bin, hier ist es egal, was ich habe, hier ist es egal, wie ich aussehe. Ja? Und das ist ganz wichtig, ja, dass die Menschen wirklich das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben. Was für Schätze hast du denn schon in der Zwischenzeit entdeckt? Ich meine, wo du auch mit einbeziehst in die Therapien. Klar, die Basis ist das Besprechen, die Empathie abholen, schauen, wo er steht. Mhm. Du hast auch schon gesagt, wo sind irgendwelche Traumas. Mhm. In der Kindheit hört man ja alles. Genau. Oder? Und da geht es ja auch in die Behandlung von Traumas. Den Menschen wieder einschwingen, dass er wieder irgendwie wieder mehr Ordnungsstrukturen bekommt. Genau. Und du hast gesagt, du machst das mit Schwingungen. Und welche Art Therapieform arbeitest du da so? Also im Prinzip der gesamte Tag, der gesamte Ablauf dreht sich eigentlich darum, den Patienten wieder in die Energie zu bringen. Ja? Und zwar mental,
sowie auch auf zellulärer Ebene. Ja? Mhm. Und das allererste, was ich mache, ist eben unser Gespräch. Das ist eine Anamnese, ein Gespräch, wirklich, das dauert über 2 Stunden. Ja? Und keine 7 Minuten, wie in Deutschland Praxis im Moment üblich ist. Ja, ich hatte neulich einen Arzt aus Frankfurt da, der hat 100 Patienten am Tag. Ja. Der Mann ist fix und fertig. Ja, ist fix und fertig, ja. Klar. Und der will ja was Gutes tun, aber krass. Ja, das ist es. Es ist nur noch Rezept schreiben. Ja. Es ist erstaunlich. Ja. Ich sage, wie machst denn du das? Ne? Das ist ja klar. Ne? Also ich meine, das ist alles Energie und wir können nur so viel geben, wie wir haben. Ja? Und dann ist es so, dann wird erstmal ein vegetativer Test gemacht. Es wird geschaut, wo steht der Patient. Ja? Per Bioresonanz. Also ich arbeite mit Bioresonanz und schaue, wo steht der Patient, wie ist er im vegetativen Nervensystem aufgestellt, Sympathikus, Parasympathikus, wie ist er von der Energie her aufgestellt, wie sind die Organe aufgestellt, sind die in Ordnung, sind die gestresst, haben sie ihre Funktion eventuell eingestellt oder arbeiten auf Sparflamme. Ja? Und dann geht es auf die... Es geht auch an die spirituelle Ebene. Wie sind die Chakren ausgerichtet? Ja, wie fließt es im Moment? Wie sind die Meridiane ausgerichtet? Dann wird geschaut, was für eine Belastung ist da? Sind Parasiten da? Sind Bakterien da? Sind Viren da? Parasiten sind ganz, ganz... Das wird völlig unterschätzt. Also, Parasiten ist ein ganz großes Thema. Ja. Im Moment, also jeder zweite Patient, den ich teste, hat Parasiten. Ja, das ist etwas, da wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Ja, in der Toxoplasmose, Regel, ja. Katzen, Toxoplasmose, das ist so ganz verbreitet. Ja, das ist unfassbar. Und die Leute werden nicht behandelt. Das ist erstaunlich und sie müssen in das Wissen kommen. Wenn sie darum wissen, sie kennen das nicht. Ja, der normale Patient, der kennt das gar nicht. Dem ist das gar nicht klar. Ja? Und da wird ganz genau geschaut. Und dann wird eine Therapie erarbeitet. Ja? Oftmals sind es Patienten, die mit dem Magen-Darm-Trakt zu tun haben. Ja, das ist eben auch viel Parasiten. Ja? Es sind Menschen, die haben mit der Schilddrüse zu tun. Es gibt Menschen, die haben Rückenschmerzen. Es gibt Menschen, die haben Krebs. Natürlich Krebs ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ja? Da bist du bei Lothar-Hirneise. Bei Lothar-Hirneise. Das ist also unfassbar, was für ein Wissen, ja, dieser Mann. Und da bin ich genau auch aktuell in der Ausbildung, ja, also ich bilde mich immer auch weiter. Und als ganzheitliche Krebsberaterin ist mir ganz wichtig, ja, dass die Menschen einfach wissen, aha, ich kann in die Eigenverantwortung gehen, ich kann mit meiner Ernährung, mit der Öl-Eiweißkost, ich kann da was tun, ich bin nicht hilflos. Ist ja übrigens auch verboten heute, Öl-Eiweißkost, keine Kausalität, das ist der YouTube-EU-Gesetz, haben das verboten, es darf nicht mehr sein. Auch teilweise zu Recht, weil es heilt ja nicht unbedingt den Krebs, sondern es heilt ja eigentlich das Milieu. Genau, und das ist immer, wie sagt man es dem Kinde, oder? Und wenn das Milieu gesund ist, hat ja der Erreger da drin ja auch immer weniger Chance, sich auszubreiten. Und das ist ja das Schöne an diesen erfolgreichen Therapieformen. Ja, man muss es halt eben auch ausprobieren. Ja. Was bei dem einen hilft, das muss bei dem anderen nicht zwangsläufig auch helfen. Aber der Krebs ist ja letztendlich nur das Symptom. Und es ist ja so, alle Krankheiten, die wir kennen und die wir haben, sind ja letztendlich nur Bezeichnungen für eine bestimmte Art der Energielosigkeit. Das sagst du jetzt so schön. Und das muss man vielleicht jetzt wirklich noch mal sagen. Das ist die bestmögliche Antwort des Körpers, um seine Balance zu halten, ist unter Umständen auch mal die Entwicklung eines Alarmsignals. Schau hin. Und der Körper hat das selbst entwickelt. Das ist jetzt kein Todesurteil. Oder? Das ist einfach die letzte Hürde, jetzt wirklich noch was zu tun. Und auch so. Ja. Aber das ist erstaunlich. Die Leute haben sofort diese Programmierung, gerade in Bezug auf Krebs. Oh Gott, jetzt ist alles zu spät, jetzt muss ich sterben. Ja, diese Assoziation ist halt da, oder? Das Wort Krebs assoziiert schon den Tod. Und das ist ja eine mitschwingende Frequenz. Wie MS und Rollstuhl. Das schwingt schon mit. Es ist auch schon dieser Name. Ja, Krebs, dieses fürchterliche, ja, was heißt fürchterlich? Das ist eigentlich das kleine rote Tierchen, ja, mit den Zangen, was ja eigentlich auch von der Bewegung her eingeschränkt ist, ja. Also es geht, es ist ja schon diese Bezeichnung, würde das Ganze Kuschelhase heißen, wäre es wahrscheinlich schon eine ganz andere Sache. Ja. Und dann hätte mir ein Placebo gesetzt und nicht ein Nocebo, nämlich dass die Diagnose, das Wort selbst ist ja schon eine prophezeiende, ein Auslöser.
Wir haben uns ja heute über Wörter unterhalten, unter anderem über das Wort Servus, wo alle Leute sagen sich, wir hauen sich das Wort Servus um die Ohren. Ja. Und das bedeutet, das ist Sklave. Sklave. Der Sklave. Ja, die Sklaven haben sich unter anderem so begrüßt. Genau. Und ich frage mich immer wieder, auch wenn es zwei Leute sich gegenseitig Servus sagen und es sich dessen nicht bewusst sind, ist die Schwingung trotzdem da? Ich glaube schon. Natürlich. Die Bedeutung ist da. Ja, auf jeden Fall. Oder wenn ich wieder höre, wenn Leute ins Wirtshaus gehen und sagen, ich kriege ein Bier. Ach mein Gott, in der Schweiz kriegt er kein Bier mehr. Das ist vorbei. Die Servierperson geht weg. So nicht mit mir. Aber das Wort kriegen ist schon wieder da. Und Krieg kommt vom Krieg. Das Wort, es ist alles Programmierung. Gell? Es programmiert uns. Wir haben so wenig Ahnung über Frequenzen. So ist das. Und reden einen Mist zusammen und lösen was aus. So ist das, ganz genau. Missverständnisse, ja. Und aber das Schöne an dieser Zeit, und das merke ich immer wieder, ist, dass die Menschen das bemerken. Sie kommen jetzt in dieses Bewusstsein, ja. Und das macht mir persönlich so viel Hoffnung, ja. Es ist im Prinzip eine ganzheitliche Heilung, die gerade vonstatten geht. So betrachte ich das, ja. Also erst wirklich im Kleinsten bei mir. Ich fange bei mir an. Ich frage nach. Ich frage auch mal nach, wer waren eigentlich meine Ahnen? Wer bin ich eigentlich? Wo komme ich her? Ja, das machen ganz, ganz viele Menschen im Moment. Ich bearbeite meine Themen. Das heißt, ich gehe wirklich mit meinem Groll, mit meiner Angst, gehe ich in den Frieden, ja. Und dadurch erreiche ich natürlich im großen Außen auch Heilung. Und das ist es, die Gesellschaft darf heilen. Und das fängt bei jedem Einzelnen an. Ja? Und es ist erstaunlich, was das gerade, also gerade im Moment, dieser Prozess ist, er ist nicht aufzuhalten. Ja? Und das ist das Schöne. Es bleibt im Moment auch kein Stein auf dem anderen, ja, wenn man so weltweit herumschaut. Die Masken fallen. Und immer sehr viel schneller. Ja. Alles kommt zum Vorschein, jeden Trick, der gemacht wurde. Und was ganz wichtig ist, das ist für mich immer sehr wichtig, ich bin niemandem böse. Ja? Und ich hege auch keinen Groll, egal wer das ist. Ja? Das ist auch etwas, wir haben auf vielerlei Ebenen so viel Groll. Ja? Wir klagen an, wir gehen in die Spaltung. Und es ist jetzt wirklich Zeit, die Dinge von oben zu betrachten und in die Vergebung zu gehen. Ja? In die Vergebung, nicht vergessen, vergeben und ganz klar zu erkennen, auch das Schlechte, was uns passiert, ja, das, was wir als schlecht bewerten, dass das letztendlich auch dazugehört. Es gehört dazu, damit wir das Gute erkennen. Ja? Und jeder Player in diesem Spiel ist wichtig, auch die Weise, wie er agiert. Mhm. Ja, deswegen sage ich immer Danke. Ich bin dankbar für jeden, der mir am Tage querkommt, ja, wo ich das Gefühl habe, ach, mit dem könntest du aber jetzt so gar nicht. Das ist schon ein Spiegel. Ja. Ja, was hat der wieder getriggert an mir? Ja, und ich sage danke, gerade demjenigen. Ja. Und es ist auch wirklich ganz wichtig, du musst einen Menschen nicht mögen, aber du musst ihn unbedingt lieben. Das ist wirklich so. Du musst den Menschen, der vor dir steht, nicht mögen, aber du musst ihn lieben. Ja? Wenn du das mal von oben betrachtest, also aus der göttlichen Perspektive, ja? Liebe ihn. Als Element dieser Schöpfung. Ja, ich bin voll bei dir. Mhm. Wirklich, sind wir ehrlich, ich meine, das Bewusstsein in dem Körper drin und wie ein Mensch funktioniert, wir haben ja null Ahnung. Genau. Wenn man diese chemischen Prozesse alle anschaut, das ist alles göttliche Natur. Ja. Und jeder Mensch hat diese Funke in sich drin. Und wenn wir uns viel mehr darauf konzentrieren würden, hätten wir genau dieses Gedankengut und die ganze Welt wäre eine andere. Aber was du in den letzten zwei Minuten so schön geschildert hast, ist ein fantastischer therapeutischer Ansatz der Selbstreflexion. Mhm. Wenn ein Patient erkennen kann durch solche wertvollen Gespräche, was habe ich eigentlich dazu beigetragen, dass ich jetzt krank bin? Und das sind ja sehr häufig solche Belastungserscheinungen, tote Ehefrau oder die Schwiegermutter oder und. Das sind ja dramatische Sachen, die schon passiert sind, oder? Ja, genau. Aber es bringt überhaupt nichts, auch einen Patienten in Watte zu packen. Mhm. Ja? Weil die müssen schon noch an die Substanz gehen. Wenn da jemand kommt,
mit einer Diabetes, ja, wo ich von vornherein sehe, woher die kommt, dann frage ich den auch. Ich frage ihn, warum haben Sie denn das? Ja, wie, warum habe ich das? Müssen Sie mir doch sagen. Ich sage, ich kann Ihnen das ja nicht sagen. Ich war ja nicht dabei in Ihrem Leben. Müssen Sie mir sagen, warum Sie das haben? Und da gibt es erstaunliche Reaktionen. Ja, ja. Ja? Es gibt natürlich die Leute, die dann sagen, das ist mir jetzt zu viel. Ja, die gehen. Die kommen aber wieder. Und es gibt Menschen, die sagen, Sie haben recht. Sie haben recht. Da haben Sie gar nichts mit zu tun. Das wissen Sie nicht. Ja, ich mache dies und das und jenes. Und das ist natürlich nicht gut. Hm. Ja? Und das ist eben, dieser Groschen muss fallen. Ich bin eigenverantwortlich. Ich bin selber verantwortlich für das, was ich tue, für das, was ich nicht tue. Und ich darf jetzt anfangen, mich zum höchsten und besten Wohle meiner selbst zu entwickeln, auszuwickeln, aus alten Gewohnheiten und Glaubenssätzen auch. Ja? Meine Mutter war auch dick. Jetzt bin ich auch dick. Ne? Liegt in den mein Genen. Vater hatte, ja, das liegt in den Genen. Ja, 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 klar, diese Ausrede. Der Großvater hatte Diabetes, jetzt habe ich es auch. Ja, ist ja, das sind Menschen. Genau. Ich hatte schon Brustkrebs, jetzt habe ich auch Brustkrebs. Ja. Das ist nicht so. Die Epigenetik hat das schon längst widerlegt. Genau. Oder? Muss nicht sein. Und gerade auch die Diabetes ist eigentlich der Mangel auf der Zellebene manifestiert. Mhm. Das ist der manifestierte Mangel. Ja? Ich habe zu wenig Süße des Lebens. Ja? Und genau das erzählen mir die Menschen auch. Ja? Wie gefällt Ihnen denn Ihr Leben so? Frage ich dann auch mal. Ja? Wie gefällt Ihnen denn Ihr Leben? Was lieben Sie denn an Ihrem Leben? Ja? Da kommt alles Mögliche. Ja? Meine Frau, meine Kinder, mein Haus, mein Auto, ja, meine Arbeit. Aber die wenigsten sagen, ich liebe mich. Ja? Kommt sehr selten. Sehr selten. Ja, ja. Nie. Ja. Ich habe in einem Buch gelesen, das war vor einer Woche, dass 80% aller Patienten bei genauen Hinfragen selber wissen, warum sie krank sind. Mhm. Diese Zahl hat mich sehr überrascht. Aber man muss schon nachfragen und dann kommen sie wirklich von alleine drauf, was sie belastet. Mhm. Und das ist so ein spannendes Thema, vielleicht gestattet es noch eine Minute. Der Psychoneuroimmunologe Christian Schubert hat mir mal erklärt, dass in Form eines Beispiels, das Meer kommt mit der Welle an den Strand und formt den Sand. Jedes Mal, mit jeder Welle wird der Sand neu geformt. Mhm. Und er hat mir gesagt, stell dir vor, der Sand bist du, das ist dein Körper. Und er wird jedes Mal geformt durch die Welle. Die Welle ist deine Psyche. Mhm. Fand ich super. Und dann hat er mir gesagt, aber weißt du, auch die Psyche wird geformt. Die Welle wird durch den Wind gemacht. Mhm. Und wer ist der Wind? Das Umfeld. Mhm. Genau. Das ist schon super. Verrückt. Das Umfeld prägt meine Psyche und meine Psyche macht den Körper. Das, was von mir erwartet wird, wo ich überall genügsam sein sollte, was du sollst, was du bist und was du werden solltest, der Erwartungsdruck von außen macht meinen Charakter und mein Charakter macht meinen Körper. Das ist schon verrückt. He? So ist das. So ist das. Und ich habe ja selber auch als Kind, als Jugendliche eine Angststörung gehabt. Ja, ich selber hatte auch eine Angststörung, ja, wo ich nie wusste, wo kommt das her? Ja? Ich konnte nichts eigentlich. Ja? Ich war immer unter Druck. Ich war in der Schule zu Hause. Ja, ich hatte wunderbare Eltern. Aber letztendlich, ich glaube, diese Angst vor dem Leben, ja, die hat einen letztendlich in diese Situation gebracht. Und ich kann heute ganz klar sagen, ich habe vor gar nichts Angst. Ich bin komplett angstlos. Ja? Weil ich weiß, dass Angst die niedrigste Frequenz ist, in der wir sein können. Ja? Angst und Liebe. Es ist nicht der Hass und die Liebe, ja? Es ist Liebe und Angst. Das sind die zwei Grundemotionen. Und ich kann mich jeden Tag selber entscheiden, möchte ich das hier in Liebe erleben, auch zu mir selber, oder in Angst. Und alles andere sind nur Variationen, Gefühlsvariationen. Ja? Hass. Auch der Hass birgt die Angst. Ja? Mir hat letztes Mal jemand im Sterbebett gesagt, wo ich gefragt habe, was würdest du anders machen? Dann hat er gesagt, ich würde mir viel weniger Sorgen machen im Leben, weil die meisten Sorgen sind nicht eingetroffen. Ja. Und es ist schon so, Sorgen machen, Angst haben, das ist eine Spirale, die zieht dich immer runter und bringt nichts und gar nichts. Wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der in Kanada im dicksten Busch lebt, seit
ewigen von Jahren und würde überhaupt gar nichts mitbekommen von den Medien, von den Menschen, von allem, was da draußen so ist, hätte ich mir die letzten 3-4 Jahre doch keine Sorgen gemacht. Ja? Wenn ich von nichts was wüsste, wir wissen sehr viel, aber wir machen uns auch viel verrückt. Ja? Und wenn wir mehr aus diesem Außen weggehen würden, aus dieser Berieselung weggehen würden. Medienabstinenz. So ist es, ja. Dann wären wir mehr bei uns. Aber was uns im Weg ist, das sind unsere Sinne. Wir sehen, wir hören, ja, und wir fühlen. Und wenn wir riechen, all diese Sinne, die wir haben, richten uns eigentlich immer auf das Außen. Das heißt, wir beobachten eigentlich die anderen bei ihrem Leben. Wir beobachten nie uns, ja. Die anderen sehen uns bei unserem Leben zu und wir sehen den anderen bei ihrem Leben zu. Ja? Wären wir jetzt nicht mit diesen Sinnen ausgestattet, ja, die immer auf das Außen gerichtet sind, wären wir viel mehr bei uns. Und da ist die Meditation ein ganz tolles Mittel. Ja? Muss auch nicht unbedingt die Meditation sein. Es kann auch einfach ein kurzes Bei-sich-Ankommen sein. Ja, einfach mal die Augen schließen, auch in einem großen Raum, am Flughafen, einfach mal die Augen schließen, ja, und schauen. Es ist gleich eine ganz andere, du hast ein ganz anderes Gefühl, ja, Ich-Gefühl, wenn du an einem Ort, wo wirklich das Leben tobt und viele Frequenzen zusammenkommen, auch viele negative Frequenzen um dich herum sind, wenn du dann bei dir ankommst. Ja. Wieder so eine spirituelle Weisheit und natürlich auch therapeutische Weisheit, ja. Alle Stunde mal wirklich nur 2 Minuten für sich da sein, nur für mich selbst. Ja. Nur diese Zeit und der Parasympathikus kann sofort wieder den Stress abbauen, Cortisol reduzieren und. Ja. Es ist erstaunlich. Ich sage immer, eine Stubenfliege, ja, eine ganz normale Stubenfliege, die würde ja nie vermuten, dass es uns gibt. Ja? Die ist mit ihren Sinnen überhaupt gar nicht darauf ausgelegt, uns zu begreifen. Die bemerkt unsere Auswirkungen. Ja? Wir schlagen nach ihr oder, ne, oder durch unsere Auswirkungen, unsere Bewegung. Bemerkt sie, da ist was. Aber die sieht uns nicht. Die sieht uns nicht. Die weiß, da ist was, aber die weiß nicht was. Die ist ganz mit ihren Sinnen auf ihre Welt ausgelegt. Ja, ich glaube, Infrarot sieht sie, oder? Ist das nicht so, oder? Ich kann es ja nicht mal sagen. Okay. Ich bin ja kein Spezialist. Aber ihre Sinne sind anders ausgerichtet als unsere. Ja? Und, ja, welche Welt ist denn real? Die Fledermaus sieht es wieder anders, mit Ultraschall die ganze Welt und. So ist es. Die Welt ist so oft ganz anders. Hm. Ja? Deswegen. Das ist einfach faszinierend. Ja, es ist erstaunlich. Und trotzdem, alles hat eines miteinander gemeinsam, nämlich Frequenzen und Schwingungen. Mhm. Ja, man sieht ja auch schon in der Bibel, am Anfang war das Wort, das war nichts anderes als eine Schwingung und daraus hat sich was ausgelöst. Und wenn man heute in der modernen Quantenphysik schaut, ist es ja genau das Gleiche. Wenn ich in dieses vermeintliche materielle Glas reinschaue mit dem Mikroskop, kann man es kaum glauben, dass das letztendlich alles nur Schwingung ist. Genau. Und alles bewegt sich hier drin und für mich ist es eine Illusion der Materie. Mhm. Und ich finde, das muss noch viel, viel mehr wieder in die Medizin rein, dass man mit schönen Worten, mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Dankbarkeit, Achtsamkeit oder was, kann man Berührung. Ja. Ein Arzt hat mir da seine Doktorarbeit gezeigt. Achtsamkeit und Berührung war besser als jedes Psychopharmaka im Vergleich. Genau. Was das macht mit dem Menschen, ist schon fantastisch. Und da muss man aber aufpassen, nicht in das Drama mit hineingehen, nicht ins Mitleid, ja? Sondern wirklich in die Hilfestellung. Ich bin da. Ja? Wie fühlt sich das an für dich? Aber die Menschen da auch wieder rausholen. Ne? Weil viele verfallen dann wirklich in dieses Drama, ja? Und diesen Schmerz. Und das dürfen sie zwar, das ist wichtig auch, ja? Aber die Heilung, ja, die Heilung ist ebenso wichtig. Und die erfolgt eigentlich dann, wenn du das Drama in Liebe loslässt. Ja? Das darf jetzt gehen. Ich muss das nicht behalten. Ja? Das Drama meiner Großeltern, ja? Die Diabetes, ich muss das nicht behalten. Ja? Ja. Muss das nicht. Ich hatte eine Dame da, die hat mit mir eine Sendung gemacht, wie überlebt man den Tod des eigenen Kindes? Oh Mann. Ist auch ein Drama. Genau. Aber wenn man es schafft, einen Weg zu finden und darüber zu stehen, eben größer zu sehen,
dass diese Zeit war kurz, aber sie war, hat ein Ziel gehabt. Die Natur macht nichts Unsinniges. Mhm. Wenn man das mal begreift, dann ist das schon auch ein schöner Segen und für die eigene Weiterentwicklung und für die eigene Seele. Ja, genau. Es ist, ich habe ja keine eigenen Kinder, ja. Aber dieser, ich sehe das ja auch in der Praxis, da habe ich auch eine Patientin gehabt, genau, da war das der Fall und auch mehrfach, ne? Und genau, also es ist eigentlich wichtig, finde ich, das ist mein Empfinden, in die Schöpferebene zu gehen, das von oben sich zu betrachten. Ja? Warum, weshalb, wieso, das wissen wir nicht. Ja? Aber es ist, wie es ist. Ja? Und ich bin, das ist meine persönliche Überzeugung, der festen Überzeugung, dass wir alle so oft da waren. Ja? Und dass wir das, diesen Sterbeprozess alle so oft durchlaufen haben und ihn immer überlebt haben. Wir haben ihn immer. Ja. Weißt du, da stehst du ja nicht alleine da mit dieser Idee. Ja. Selbst die katholische Kirche hat das gepredigt, natürlich. Bis es irgendwann abgeschafft wurde, weil es nicht mehr sein darf, oder? Es ist natürlich auch kein esoterisches Gequatschen, sondern es ist wirklich, es ist eine tiefe Überzeugung. Und wenn ich mich zurückerinnere, als ich Kind war, ich war immer, ich war ein sehr spezielles Kind. Ich habe damals schon mit 5, 6 Jahren in meinem Bett gelegen und wusste, da ist was um mich rum. Ja? Und ich wusste, ich komme von irgendwoher, ich bin von irgendwoher hierher gekommen. Ja? Und jetzt habe ich hier einen Auftrag. Das war so eine tiefe Gewissheit. Und ich kann mich erinnern, ich erzähle das ganz kurz, weil das so gut passt, als meine kleine Nichte 4 Jahre alt war. Da habe ich einen Nachmittag auf sie aufgepasst und sie sah auf meinem Schreibtisch etwas liegen von meinem Großvater, der bis zu dem Zeitpunkt schon 30 Jahre tot war. Und sie sagte zu mir, was ist das? Ich sage, naja, das ist eine alte Wetterstation von Opa Herbert, das ist, den kennst du nicht. Und da sagt sie, ist das der Opa, der noch gelebt hat, als ich noch tot war? Da war die 4 Jahre alt. Ich sage, theoretisch. Okay, herzlich, theoretisch ist das so, ja. Und dann sagt sie, ja, weißt du, im Himmel war es sehr schön, aber dann wollte ich auf die Erde kommen, eine neue Mama und einen neuen Papa haben und jetzt bin ich hier. Da war die 4 Jahre alt, das werde ich nie vergessen. Heute weiß sie davon nichts mehr, sie ist jetzt 13. Aber das ist es, wir wissen das. Ja, das ist meine tiefe Überzeugung, wenn wir hierher kommen. Ja, und wir vergessen das und es ist auch gut so. Es ist gut, denn sonst könnten wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Mhm. Ja. Also es ist natürlich jetzt sehr, sehr spirituell, aber ich finde, das ist das Allerwichtigste. Ich sehe es auch so. Ja. Wobei spirituell, ich habe einen Wissenschaftler hier gehabt, der das 40 Jahre den Tod erforscht hat, an einer Universität. Er selbst ist auch Pfarrer, ist Dozent dort und er studiert Theologie und Archäologie. Und er sagt, nach 40 Jahren Forschung kann ich sagen, es ist sehr wissenschaftlich gut fundiert und das Wahrscheinlichste, dass es die Reinkarnation gibt. Und das finde ich einfach nur schön. Also nicht nur in der spirituellen Szene, sondern auch in der Wissenschaft. Wenn man die Fakten, Nahtoderfahrung, allem drum und dran zusammenzählt, kommt man auch schon auf dieses Bild. Ja, sie schaffen Wissen. Mhm. Schaffen wir Wissen? Ja, du hast ja Wissenschaft, gell? Ja. Wissen zu schaffen. Ja, ja. Ja, und das ist so schön, schaffen wir. Mhm. Ja? Schöpfen wir, machen wir, tun wir, kommen wir ins Tun. Auch hinsichtlich der eigenen Gesundheit. Ja? Werden wir aktiv. Ja? Es ist so oft auch der Fall, dass ich Patienten da sitzen habe, die dann von mir erwarten, dass ich ihnen jetzt etwas verschreibe. Das kann ich ja gar nicht. Ja? Ich verschreibe keine Medikamente. Ja? Ich sage ihnen, was ich tun würde, wenn ich sie wäre. Oder was ich ihnen raten würde, wenn sie mein Vater oder meine Mutter wären. Ja? Ich sage grundsätzlich, wenn sie mein Vater oder meine Mutter wären, ich würde ihnen das und das raten. Ja? Tun sie das und das. Ja? Hinterfragen Sie, also meine Behandlungen finden natürlich auch immer in Zusammenarbeit mit der Schulmedizin statt. Ja? Also ich mache keine Diagnosen, stelle keine Diagnosen. Aber es ist ganz wichtig, dass der Patient merkt, er muss in die Eigenverantwortung gehen. Jetzt ist es Zeit. Ich möchte nicht mehr die Verantwortung abgeben, ja? An meinen Arzt, der auch oft zeitlich überfordert ist. Ja?
Ärzte haben gar nicht mehr die Zeit zu schauen, wer sitzt denn da. Die würden vielleicht gerne, ich kenne unwahrscheinlich viele gute Ärzte, ja, die einfach gerne mehr Zeit hätten, ja, sie sich aber einfach nicht nehmen können. Und der Patient darf in die Eigenverantwortung kommen. Ja? Es gibt auch viele Patienten, die dann sagen, ich weiß, wenn ich ihnen sage, das und das wäre jetzt gut für sie. Ja, ja, ich weiß, ja. Es gibt ganz viele Menschen, die wissen das. Ja, Wissen und Tun ist wieder das Zweierlei. Ja? Aber lass uns mal schnell einen Zeitsprung machen. Jetzt warst du vorhin gerade bei deiner Nichte und im kleinsten, zarten Kindheitsalter drin. Wurdest du eigentlich als kleines Kind schon als Sängerin trainiert oder ausgebildet? Oder wie war das eigentlich? Also ich werde das nie vergessen. Es ist wirklich, als wäre es gestern gewesen. Das war Weihnachten 1983. Ich bin 77er Jahrgang. Weihnachten 1983 habe ich zum Geburtstag einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen. Das war so ein kleines, mickriges Ding, so ein graues Teil ne, mit so einem Stöpsel für ins Ohr. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mit so Aufnahmefunktion. Ja. Und den bekam ich geschenkt. Und mein Großvater war da und meine Großmutter. Die waren an dem Weihnachtsabend da. Und es lief Weihnachtsmusik im Hintergrund. Und ich habe dann auf eine Leerkassette, ich habe dann immer auf Aufnahme gedrückt und mitgesungen. Und ich werde nie vergessen, was das mit meinem Großvater gemacht hat. Ging ihm ins Herz? Der Mann hat den ganzen Abend nur geweint. Ja. Den ganzen Abend geweint. Super schön. Ja. Und ich dachte, das ist doch, das ist genau das, was ich will. Ich will die Menschen berühren. Das ist mein Weg. Und mein Großvater sagte an dem Abend, mein Kind, du wirst Opernsängerin. Und damit hatte ich einen Auftrag. Oper habe ich dann damals gedacht, das muss nicht unbedingt sein. Ja, in dem Alter. Ja, klar. Okay. Jetzt machst du einfach mal alles. Mhm. Aber es war eigentlich von heilend den Effekt irgendwo in den Showbusiness rein, wo vielleicht das ein bisschen in den Hintergrund geraten ist und jetzt das voll wieder da ist, oder? Mhm. Das ist dieser Urgrund, dieser Ursache. Genau. Wurdest du aber als Kind irgendwie nicht verheizt? Du musst so viel lange trainieren, du musst so viel üben und machen und tun, voll frei? Es war sogar so, meine Eltern haben das ja immer auch verfolgt. Ich war in der Schule immer so ein bisschen hinterher. Ja? Ich war einfach kein Mathematiker. Mathematik war für mich immer das Allerschlimmste. Für mich war einfach das Allerschönste, wenn ich aus der Schule kommen konnte, den Ranzen in die Ecke werfen und Musik machen. Ja. Sprachen und, wahrscheinlich auch, oder? Genau, Sprachen, sehr begabten Sprachen. Klar. Und dann war es oft so, dass ich natürlich immer wieder ein und dasselbe Lied gesungen habe und meine Mutter dann irgendwann kam und sagte, Mensch, bitte sing doch einfach auch mal ein anderes Lied. Vielleicht ein anderes Lied in einer anderen Tonlage. So, gut, nett und, gesagt. Ja, ja, und meine Eltern haben aber beide auch Musik gemacht und mein Vater hatte eigentlich immer die Gitarre auch am Start, ja, kann man mal so sagen. Und wir haben viel auch Hausmusik gemacht. Meine Eltern haben viel zusammen gesungen und für mich war es das Allerschönste, ja, Musik zusammen zu machen. Und es war aber für Gesangsunterricht kein Geld da. Und dann habe ich das so gemacht, ich habe für jedes Taschengeld, was ich bekommen habe, habe ich dann eine Sängerin, die wir im Ort haben, habe ich bestochen, dass sie mich also da unterrichtet, ja, und hatte die ersten Gesangsstunden, ich glaube, die haben 10 Mark, habe ich gekriegt und habe dann Gesangsstunden genommen. Spannend. Ja, ja, das, also ich wollte das unbedingt, ja, und das wurde dann irgendwann, kam es dann so weit, dass ich dann mit dem Zug nach Koblenz gefahren bin. Ich habe ja damals noch im Rheinland gewohnt, in Deutschland, in Andernach. Bin mit dem Zug nach Koblenz gefahren, dann auch als Jugendliche, habe mich auf die Straße gestellt und einfach gesungen. Hm. Auch schon diese 5 Oktaven? Ja, ich wollte einfach wissen, wie hoch rauf geht's noch? Also ein Lied, ich glaube, das Phantom auf der Opera, da kommt das, da ist der oberste Ton. Da dachte ich, ah, trifft's ihn oder nicht? Oh, ja, voll. Ja, ja. Nichts leichter als hohe Töne. Ja, aber hohe Töne sind auch, es ist Angstlosigkeit. Ja. Und es ist auch egal, wenn du mal einen Ton versemmelst. Das ist mir auch passiert. Ja? Dann versemmelst du ihn halt. Ja? Und das Schöne ist ja, wenn man das dann aufgreift, man versemmelt was, man macht einen Fehler und greift das auf und lacht über sich selber. Ja, genau. Das ist gleich locker, das Publikum lacht mit und dann ist das eben so. Mhm. Ne? Und das ist doch das Schönste. Also aus der Angst raus in eine ganz gesunde, nicht Gleichgültigkeit, aber so Egalität. Es ist egal. Ne? Es ist einfach egal. Mhm. Hauptsache, ja, du erreichst genau die Menschen. Ja. Gut, ich meine, ein Ton ist ein Ton, aber das, was noch mitschwingt, den liebevollen Ton, das gesprochene Wort oder die Ehrlichkeit des gesprochenen Wortes, das ist ja das, was berührt. Mhm.
Das ist das, was mir auch die Haare aufstehen lässt. Und was ich auf den Konzerten auch immer wieder beobachte, ist das gesprochene Wort zwischendrin, zwischen den Liedern. Ja? Also ich bin immer in Kommunikation mit meinem Publikum. Ja? Und ich betrachte das auch eigentlich nicht als Publikum, sondern es sind eigentlich Mitreisende an diesem Abend. Ja? Ein Künstler ist nichts ohne die Menschen, die da vorne sitzen. Ja? Und es ist immer ein gegenseitiges Transportieren, sich transportieren. Es ist Senden und Empfangen, nicht Geben und Nehmen. Mhm. Ne? Und genau, ich beobachte immer wieder, dass gerade das gesprochene Wort ganz, ganz wichtig ist. Ja? Und da greife ich natürlich auch die tagesaktuellen Geschehnisse auf. Und das ist passiert. Auch mein Alltag. Ja? Ich habe jetzt neulich mein Weg auf die Bank. Ja? Ich war das erste Mal seit 4 Jahren wieder auf der Bank. Ja? Es war ein Erlebnis. Da will ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen, aber... Das ist natürlich auch lustig. Die Leute kommen einfach, die sehen, aha, es ist in dieser ganzen Absurdität, die im Moment herrscht. Ja, man kann sich auf nichts wirklich einstellen. Hat es aber doch was Komisches. Es hat was, es ist eigentlich so egal. Es ist so komisch. Bei allem Drama, ohne das Drama schmälern zu wollen. Aber es ist eigentlich, es ist so traurig, dass es wieder zum Lachen ist. Und es ist so zum Lachen, dass es wieder eigentlich auch traurig ist. Ne? Aber das ist ja, wir haben ja immer beides. Wir leben ja in der Dualität. Klar. Leben wir das alles? Ja, das ist okay. Gehen wir vielleicht noch die letzten 5 Minuten dieses Interviews mal noch rein in deinen Erfahrungsschatz rein, was du so alles für Schätze eigentlich schon gefunden hast, mit denen du arbeiten kannst, zusammen mit Patienten. Gibt es da auch nebst deiner Stimme, nebst der Empathie etwas aufzunehmen und so weiter, auch noch andere Dinge, die du einsetzt? Also ich arbeite mit verschiedenen Geräten, die dafür sorgen, dass die Zellspannung letztendlich wiederhergestellt wird. Also Förderung der Selbstheilung. Genau. Mhm. Also es wird im Prinzip die Selbstheilung gefördert. Und also Krankheit ist ja das Fehlen von Energie. Ja, das heißt also, der Alterungsprozess beginnt dann, wenn eine Zelle an Spannung verliert. Ja? Und mein Job ist es praktisch, den Menschen zu zeigen, wie sie die Zellspannung wieder erhöhen können, ja? Und wie sie wieder in ihre Kraft und ihre Energie kommen können. Und das tue ich mit verschiedenen Geräten, auch als Hilfsmittel. Ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr gerne mit dem Multiwellen-Oszillator von Lakowski. Ich arbeite mit Zelltuner. Zelltuner von Arthur Trenkler. Ja, ja, tolles ja. Gerät. Da versuchen wir jetzt gerade eine Studie zu machen, um das zu beweisen, dass die Zellelektrik, dass das Zellmembranpotenzial wirklich steigt. Das ist erstaunlich, was es kann. Und dann arbeite ich mit Papimi. Papimi ist auch eine unglaublich gute Technologie. Wahnsinn. Ja, das, und dann eine Technologie, die mir jetzt auch gerade die letzte Zeit immer wieder Aha-Effekte beschert, ist die Technologie von Airnergy. Ja? Da geht es um die Spirovitalisierung und es geht um die Dermavitalisierung. Mhm. Hast du das den Kopfhörer oder das über die Nase? Du, ich habe beides. Ja? Ich arbeite mit dem Stream. Ja, das ist letztendlich, wird die Zellspannung durch Biophotonen, durch die Nachahmung der Photosynthese, ja, dadurch, dass die Zelle angereichert wird, wieder mit optimiertem Sauerstoff aus unserer Atemluft, wird die Zelle wieder regeneriert, optimiert, mit Energie versorgt, mit, also erstaunlich, was es macht. Wir hatten eine 70-jährige Patientin mal im Haus, die hat seit 45 Jahren Tinnitus, weil sie mal in einem Gasluftballon war und der Gasluftballon ist explodiert und da hatte sie einen Hörsturz. Und dann hatten wir genau dieses Gerät gegeben, und nachdem sie ja 45 Jahre alles gemacht hat und sie hat den Tinnitus weg. Das ist natürlich eine Ausnahme, aber ein Wunder. Und das ist ganz klar in der Kausalität auf das zurückzuführen gewesen. Das war wirklich schön. Und das Atmungsgerät nutzt du auch? Das Beatmungsgerät, also unfassbar, auch da. Ja, in Kombination, die beiden Geräte sind wirklich also unschlagbar eigentlich. Ne? Wird so wenig gemacht in Sachen Atmungstechnologien.
Es wird nicht auf den Atmungsrhythmus, die richtigen Atmungsfrequenzen geschaut. Genau. Überhaupt nichts, oder? Das ist auch da, um die Leute in den Parasympathikus zu bringen. Also wir sind ja letztendlich das allererste, die allererste Nahrung, die wir zu uns nehmen, ist in der Luft. Ja? Also, und Luft ist ja nicht nur Sauerstoff. Ja? Wir atmen am Tag 12.000 Liter Luft. Ja? Und nützen das therapeutisch nicht. Davon sind 4.500 Liter Sauerstoff. Ja, und davon verbrenne ich 4-5%. 75% scheiden wir aus oder verbrauchen wir gar nicht. Mhm. Ja? Und es ist wichtig, genau, dass dieser Sauerstoff wirklich optimal vitalisiert wird. Ja? Und das erreiche ich durch diese Geräte. Und dann kann er gut wirken. Ja? Und gerade bei älteren Menschen, es ist ja gerade auch so, dass gerade die Sauerstoffsättigung im Blut auch abnimmt mit zunehmendem Alter. Ja? Und gerade da wirkt das Wunder. Also muss ich einfach so sagen, ich mache auch keine Heilversprechen oder sowas. Ja? Aber da kann man so viel tun. Mhm. Ja? Auch im tiermedizinischen Bereich. Ich habe einen Patienten, einen Staffordshire Terrier. Ja? Patientenhut. ein Staffordshire Terrier. Das Frauchen, meine Patientin gewesen, oder ist meine Patientin auch, und die sagte, Mensch, weißt du, also wenn das bei mir wirkt, wirkt das denn nicht auch bei meinem Hund? Ich sage, ah ja, sicherlich. Ne? Und dann kam sie mit dem Hund und der hatte auf der Nase Karzinom, ja, also sollte operiert werden. Und da haben wir erstaunliche Erfolge mit dem Stream gemacht. Ja, also sie dokumentiert das auch. Und also das ist fast weg. Ja? Du siehst noch so ein kleines bisschen, es heilt ab. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist wirklich erstaunlich. Mhm. Ja? Ich glaube, es ist nicht nur eine These von mir, ich glaube, durch das, dass wir überall Wassereinlagerungen haben, dass hier eine Ordnungsstruktur geschaffen wird, ähnlich wie beim Zeltjona, wo Ordnung reinkommt. Hexagonalität. Ja, und sobald ich Ordnung habe, ist eigentlich Unordnung ist Krankheit, Ordnung ist Gesundheit. Ja. Genau, so ist es. Mhm. Und also es ist erstaunlich, die Menschen haben mehr Kraft, mehr Energie. Und ich meine, wir kennen das, ja, wenn wir im Wald unterwegs sind oder wir stehen an einem Wasserfall, ja, wir fühlen uns doch gleich ganz anders, ja. Klar. Also ich sage regelmäßig, wenn ich durch den Wald laufe, habe ich das Bedürfnis, gleich morgen wieder zu laufen, ja, weil ich einfach das Gefühl habe, ich kann mich besser konzentrieren, ich kann, bin besser bei mir, meine Auffassungsgabe ist eine ganz andere, meine Zellen sind anders genährt, meine Verdauung funktioniert ganz anders, mein Bewegungsapparat. Und das wird praktisch durch diese Geräte technisch kopiert, ja? Natur kapieren, Natur kopieren, ja? Und das funktioniert durch diese Technologie. Ja, ich habe praktisch den Wald zu Hause. Mhm. Ja, er sagt auch immer so gern, der Hersteller Waldbaden sagt er doch immer wieder, holen Sie sich den Wald nach Hause. Genau. Mein Vater, wo er schwer krank war, hatte auch mit dem Gerät gearbeitet und geatmet. Und mit diesem Gerät konnte er Treppen laufen und sonst nicht. Und da habe ich es ganz deutlich gesehen, die Energie wird sofort wirklich sichtbar transportiert. Genau so ist das. Genau so ist das. Und das ist der Schritt zur Selbstheilung. Ja? Genau, Selbstheilung. Und Eigenverantwortung. Ja? Und auch, was ganz wichtig ist, dass die Menschen erfahren, denn das wissen sie nicht, wie ihr Körper funktioniert. Das ist ja, viele haben Angst vor ihrem Körper. Ja? Und viele wissen gar nicht, wie funktioniert das eigentlich und was kann mein Körper eigentlich? Wozu ist er in der Lage? Der Körper ist unglaublich klug. Ja? Und er tut alles das, was er soll und was er kann, wenn er die notwendige Energie bekommt. Ja? Die Menschen haben überhaupt gar kein Problem damit, ihre Autos mit dem richtigen Öl zu befüllen. Ja? Aber womit fülle ich denn meinen Körper? Was gebe ich meinem Körper? Ja? An geistigem Input? An zellulärem Input? Ja? Womit nähere ich mich? Auf geistiger und auch auf körperlicher Ebene. Ja? Und das dürfen sie lernen. Und das ist erstaunlich, wenn sie das können. Denn dann gehe ich aus der Angst raus. Und dann sage ich auch zu gewissen Dingen nein. Weil ich weiß, das funktioniert ganz anders. Und ich kann mit meinem Körper alles erreichen. Ich kann mit meinem Geist alles erreichen. Ja?
Das fand ich ebenso schön, wie du dieses, am Anfang war das Wort. Da fiel mir gleich ein, da gibt es auch diesen schönen Ausdruck, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Ja? Der Geist ist ja im Körper, das Körperliche, also unser Geist schwebt ja praktisch auch über unserem Wasser. Ja? Also erst kommt das Geistige, dann kommt das Körperliche. Und beides ist in Harmonie und beides ist in Symbiose. Wir sind Wasser. Be water, my friend. Ja? Bruce Lee, wir sind Wasser. Ja. Danke dir ganz herzlich. War ein schönes Gespräch jetzt. Ja. Wundert mich auch nicht, dass du alles, was du in die Hände nimmst, perfekt machst, oder? Ist übrigens auch, das kann auch negativ sein, wenn man immer alles perfekt macht. Und es ist gar nicht mein Anspruch. Es ist einfach, ich tue nur das, was ich kann. Und aber das mit Leidenschaft, ja. Gell? Und dann kommt schon gut. Ja. Und ich tue nur das, was ich will. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis. Also es ist sicher eine super schöne Chance, wenn Patienten aus der Region Luxemburg mal die Chance haben, dich persönlich erleben zu dürfen und in einem Gespräch auch herauszufinden, wo das Problem oder wo der Schuh drückt. Ja. Und es ist sicher ein schöner Weg, den du da machen darfst. Ja, das. Und ich hoffe, wir werden dich aber auch weiterhin auf der Bühne erleben und sehen, ja, oder? Das natürlich. Es gibt kein Verfalldatum. Ich weiß nicht, wieso es das immer wieder so herumgeistert, aber große Künstler können... Indoktrination. Ja, siehst du, da haben wir es wieder. Das indoktrinierte Gehirn ist gerade ein Buch von Michael Nels erschienen, ja, wo viel Furore gesorgt hat. Aber dieses Wort höre ich immer wieder. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Danke, auch auf deinem therapeutischen Weg. Und danke, Dankeschön, dass du uns das geteilt hast. Frequenzen, das A und O vom Menschen zu erreichen, das bin ich auch deiner Meinung. Ja. Und wir machen noch eine zweite Sendung. Ich möchte unbedingt noch mehr wissen über die 440 und die 432. Genau. Diese Herzunterschiede ist ja ganz, ganz was Spannendes. Danke für die Ehre deines Besuchs. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war die Sarah Bennett, die begnadete Künstlerin und Sängerin. Jetzt möchte ich nochmals zurückkommen. Kann man dich heute auch immer noch buchen? Kann man da über die Homepage gehen und sagen, ich möchte gerne, habe eine große Veranstaltung, ich bewirbe mich mal? Natürlich, dann natürlich. Machst du das immer noch? Ja, man muss dann aber wirklich damit rechnen, dass ich auch sage, was ich denke. Ja. Das ist das. Ne? Also ich bin niemand, der, ich suche sehr genau aus. Genau, du sagst, was du willst, genau, und das machst du und sonst machst du es nicht. So ist eben, das. Man macht heute nicht mehr alles, gell? Das ist schön. Super. Ich gehe wieder ins Schlussplädoyer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war es eigentlich schon. Einfach mal zu zeigen, wie eine begnadete Künstlerin einen weiteren Weg einschlägt. Man ist nie zu alt, was Neues zu machen. Und was man macht, einfach mit Leidenschaft. Und das wollten wir Ihnen heute zeigen. Leidenschaft ist der Schlüssel zum Erfolg und auch, um Menschen zu berühren. Und zwar da, wo es nötig ist, am Herzen. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.